Sonntag. Ich habe gerade ein bisschen geduscht. Wie gesagt, wir haben es schon Sonntag. Ich habe gestern gar nicht gefilmt, also gestern nur ein bisschen. Ich habe gezeigt, wie mein, sag mal schnell, ich habe Salat gemacht. Ich wundere, es halt hier gerade ein bisschen, weil ich habe diesen Vorhang abgenommen. Merke ich gerade selber, es ist krass halt jetzt gerade. Nur dieser Vorhang habe ich aufgemacht. Krass. Okay, macht nichts, weil der muss ja einmal gewaschen werden, eigentlich einmal, dann mehrmals und dass er wieder weiß. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm jetzt, weil es so halt, aber genau. Ich war gestern bei meiner Familie nochmal, habe da ein paar Holz geholfen. Also mein Vater hat Holz, ich musste das in die, also wir haben jetzt extra so einen Holzraum bei uns zu Hause, Keller, ne? Also nicht ganz einen Keller, aber so einen kleinen Raum im Keller und da habe ich es reingeschmissen, weil ich habe ihn erst angegeben und er hat es gestapelt. Und danach war ich wieder zu Hause, na klar, und da habe ich gesehen, dass ein Paket angekommen ist. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen eine Kamera bestellt. Es war ein Schnäppchen, weil es bei Amazon nicht, sondern eBay Kleinanzeigen nicht. Mein Gott. eBay, auf eBay gibt es ja auch statt Sofortkauf auch Auktion. Und da habe ich diese Kamera ersteigert. Und zwar ist das eine GoPro Hero 2. Ist nicht das modernste Teil, aber immerhin. Trotzdem macht die ganz gute Bilder oder Videos, so eine Action-Cam, ne? Und wie viel habe ich da bezahlt? 25 Euro, genau. Dann habe ich noch ein paar Fragen, die ich bekommen habe und die ich mit euch beantworten möchte. Warte mal, auf Instagram, genau. Fangen wir unten an. Mir ist aufgefallen, dass du sehr oft und viel Lebensmittel einkaufst. Wie verbrauchst du das alles? Ich esse es. Ja, ich kaufe oft ein, aber das Einzige ist deswegen, weil ich habe eine Zeit lang ab und zu mal habe ich nichts zu essen. Klar, ich könnte dann eventuell was anderes machen, zumindest ja. Tafel gehen oder sonst noch irgendwas, möchte ich aber nicht und deswegen kaufe ich einmal im Monat, nicht einmal, aber ein paar Mal im Monat etwas zu essen ein, klar, jetzt aber nicht so viel, so oft, aber es geht, ne? Genau, wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl? Es geht,
Ja, also klar wäre es schöner, wenn ich abgenommen hätte, also schlank wäre, klar. Ich glaube, dass es besser ist, auch gesundheitlich. Aber sonst fühle ich mich gar nicht so schlecht gerade. Also ganz gut eigentlich. Dann keine Frage. Aber du bist einfach toll, so wie du bist. Vergiss das niemals. Ach, wie lieb. Lieb. Dankeschön. Dann, wann kommst du mal live? Ja, das ist auch so eine Frage, ne? Ich träume nachts sogar davon, dass ich schaffe, live zu kommen. Aber dann wahrscheinlich nicht auf Instagram, andersrum. Nicht auf YouTube. Weil ich glaube, dass es mit den Lizenzen da ist, ein bisschen kompliziert, ne? Weil wenn man dann irgendwie öfters mal live ist, dann kann man so eine Lizenz, müsste man dann bekommen und oder sich kaufen, dafür habe ich kein Geld. Und dann glaube ich, ab und zu gehe ich dann vielleicht mal auf bei Instagram live. Aber irgendwann mal mache ich das, aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich traue mich das noch nicht. Die nächste ist, und wie geht es dir heute und allgemein? Also heute sehr gut eigentlich. Ich habe wieder Sport gemacht. Auf dem Laufband war ich eine halbe Stunde. 20 Minuten? 20 Minuten, genau. Genau. Sonst allgemein ist ganz gut. Ja, also auch mit der, nicht nur der Schüchternheit oder Sozialphobie. Ja, Sozialphobie kann man das auch nicht nennen. Also, ja, mit der wenig Selbstbewusstsein klappt auch besser. Genau, also bisher klappt alles ganz gut. Dann letzte Frage. Wenn du dein Leben ändern könntest, was würdest du ändern? Ja, mein Gewicht. Also dass ich dann abnehme. Dann, dass ich selbstbewusster bin, mich so akzeptiere, wie ich bin. Nicht perfekt, aber was ist da schon? Ich bin nicht der Norm entsprechend. Was ist da schon die Norm? Aber trotzdem, ne? Dann will ich einen Job haben. Wenn ich selbstbewusster werde, bekomme ich ja auch bessere, mehr Freunde oder so, ne? Ja, es wird alles schon. Achso, jetzt wollte ich noch sagen, ich habe mich wieder mit Christian versöhnt, oder kann man das so sagen? Wir haben Kontakt wieder, aber wir haben nie darüber gesprochen, warum wir keinen Kontakt mehr hatten. Das ist noch nicht aufgekommen, aber vielleicht kommt das noch. Aber ja, er hat mir gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar habe ich auch öfters mal gesagt, dass es besser ist, dass er nicht mehr in meinem Leben ist, aber es fehlt irgendwas, ne? Und ja, es ist doch schön, wenn er ab und zu mal anruft, mitten in der Nacht, wahrscheinlich ist es abends meistens, und man quatscht dann so ein paar Stunden oder ein paar Minuten, das ist nicht schlecht. Und ja, genau. Also dann die nächste Frage, was für Gewichtsziele hast du in den kommenden Wochen und wie sieht die Abnahme aus zurzeit? Die Abnahme läuft zurzeit sehr, sehr gut, komischerweise. Ist so. Auch wenn ich ab und zu, also jetzt nicht jeden Tag, sondern ab und zu mal Toast esse. Ja, also ist ja nicht so, dass ich jeden Tag Toast esse oder so viel Toast esse, sondern wirklich nur ab und zu. Und dann klappt auch trotzdem. Und meistens frühstücke ich ja jetzt ab und zu seit kurzem Müsli. Entweder das von Mind Müsli, habe ich euch schon mal gezeigt, das oder Haferflocken mit Gemüse, genau, mit der Tomate drin. Nee, mit Apfel wahrscheinlich meistens. Ach, denn morgen früh werde ich ja wahrscheinlich Bicher Müsli essen, weißt du, was das ist? Ne, das mit Apfel, klein gerieben ein bisschen, dann Rosinen und dieses Müsli da. Schmeckt sehr, sehr gut. Und heute war ich auch auf der Waage und das waren wie viel waren es? Ich gucke mal ganz kurz nach hier bei Yazio oder wie das heißt, Yazio. Nein, das nicht. 1,2 Kilo waren es, ja. Wie viel wiegst du? Christian ruft an. Ich mache mal das aus, ganz kurz. Wie viel wiegst du? Also ich. Zu viel. Warte mal, ich muss ganz kurz schreiben, dass ich noch 5 Minuten brauche. 5 Minuten noch. So.
So, jetzt schnell weiter. Also wie viel wiege ich? Zu viel. Dann, wie geht es dir? Immer noch gut? warum isst du wieder Fleisch? Ja, es hat sich einfach so wieder in mein Leben. Ja, ich esse einfach wieder Fleisch. Warum? Kann ich eigentlich gar nicht richtig sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe mal eine Zeit lang vegan gelebt, vegetarisch, flexitarisch, pestetarisch, also alles habe ich fast durch. Und habe mich dann entschieden, dass ich weiterhin Fleisch esse. Aber halt nicht mehr so in den Massen, wie ich es mal getan habe. Und mir geht es jetzt damit besser? Also es war meine Entscheidung, natürlich, klar. Genau. Da kommen wir dann. Ach, ja, so spät schon, scheiße. Hast du Rückmeldung zu deinem Partnerschaftsaufruf auf YouTube bekommen? Nein, das ist auch gut so, weil das war wirklich nur Spaß. Nur weil die Person das bei der Maßnahme gesagt hat. Das wäre Quatsch, das war lächerlich, ne? Nein, ich habe keine eine einzige Rückmeldung und das war jetzt nicht so ganz mein Typ. Nur Männer, ne? Also Frauen waren nicht dabei. Nee, war keine große Anzahl an Menschen, die mich angeschrieben haben, nee. Wahrscheinlich du später Kinder haben. Ich hoffe, aber da steht halt auch in den Sternen da oben. Wie geht es dir? Gut. machst du zurzeit eine Diät? Ich mache seit 3 Wochen wieder Low Carb und es funktioniert super. Nee, eine Diät mache ich ja nicht. Ernährungsumstellung und nebenbei mache ich ja Intervallfasten und ab und zu mache ich dann dieses 6:1, dass ich einen Tag in der Woche faste. Manchmal mache ich auch 16:8, dass ich 16 Stunden nichts esse und 8 Stunden was esse. Dann ist es meistens Frühstück, was ich esse und dann halt kein Abendbrot essen, weil da auch Abendbrot kann ich verzichten, Frühstück bei mir nicht. Was ich aber ausprobieren möchte, ist irgendwann mal 10:2, also warum das so heißt, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber zumindest ist es so, dass man 10 geteilt durch 2, ich weiß es nicht, der 10:2, das heißt so, dass man einen Tag was isst, den anderen nicht, den anderen was isst und wieder nicht, also im Wechsel alles. Mal gucken, aber so mit 6:1 passt mir sehr, sehr gut, das ist immer mittwochs, da esse ich nichts. Mal gucken, weitermachen. Aber Low Carb, komm, weiß ich nicht. Magst du dich mal mit Patrick Trappe treffen? Er kommentiert immer so lieb unter deinen Videos. Natürlich, klar, würde ich mich gerne mit ihm treffen. Vielleicht kommt das ja irgendwann, man weiß es nicht. Aber halt auf freundschaftlicher Basis, ne? Hast du im Moment eine Beziehung oder Freundschaft plus?